Covid-19 zum Impfstoff dank Venture Capital. Das ist eine Frage, die viele Menschen bewegt. Auch Dr. Regina Hoditz, sie ist Partnerin bei Wellington, und Dr. Erich Tauber, er ist Gründer und Geschäftsführer von Themis. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind und mit mir dieses Thema besprechen werden. Und ich möchte auch direkt die Frage an Sie beide richten. Herr Tauber, ist es tatsächlich so, dank Venture Capital können wir überhaupt in der Lage sein, einen Impfstoff zu entwickeln und zu finanzieren? Wie sehen Sie das? Nein, grundsätzlich ist es so, dass man für die Entwicklung von Impfstoffen, von innovativen Impfstoffen zur Verwertung von innovativen Technologien darauf angewiesen ist, Geld in irgendeiner Art und Weise zur Verfügung zu stellen. Und wir haben unser Projekt großteils über Venture-Kapital finanziert und die anderen Firmen, die ja auch sehr schnell unterwegs sind, teilweise noch schneller als wir, haben eigentlich das auch großteils durch Venture-Kapital finanziert. Und ich meine, es gibt natürlich, wir haben sehr viel oder wir haben als in Österreich sehr gute Möglichkeiten auch über Seed-Finanzierung aus der öffentlichen Hand, aber sehr bald war die Firma großteils Venture-Kapital finanziert. Also ich glaube, man kann schon sagen, dass die Covid-Impfstoffe, so wie wir sie in den nächsten Monaten, Quartalen, wann auch immer, bekommen werden, ohne Venture-Kapital nicht gekommen wären. Frau Dr. Hoditz, würden Sie das auch so einordnen und einschätzen? In jedem Fall. Vielen Dank nochmal, dass wir hier sein dürfen. Die Themis war natürlich für uns als Fonds ein tolles Erfolgsbeispiel, wo wir mit Venture-Kapital helfen konnten, eine Entwicklungslücke von eben der Startup-Finanzierung, wie es der Erich erwähnt hat, der öffentlichen Hand, ersten Investoren, die schon vor uns eingetreten sind, bis dann dem Eintritt von großen internationalen Investoren zu überbrücken. Diese Entwicklung wäre ohne Venture-Kapital nicht möglich gewesen, um die Themis von einem Startup-Unternehmen, als wir investiert haben, hatte die Themis circa 10 Mitarbeiter, war in ersten klinischen Phasen, als die Themis ein Teil der Merck Sharp & Dohme wurde im Juni, hatte sie ungefähr 40 Mitarbeiter und war in den letzten klinischen Zügen für eine Eigenentwicklung und bereits weit fortgeschritten mit einem Covid-Vakzin. Ganz alleine mit Venture-Kapital hätte es aber auch nicht gereicht. Man muss hier hervorheben, dass natürlich es sehr wohl Förderprogramme der öffentlichen Hand gab. Das ging jetzt über Österreich hinaus. Da gibt es große internationale Zusammenschlüsse zur Vakzineentwicklung, vor allem auch für Länder, die nicht ganz so gut gestellt sind wie Deutschland oder Österreich. Und die haben auch einen wichtigen Beitrag geleistet. Das heißt, letztendlich spielen viele Player eine Rolle. Herr Dr. Tauber, Sie haben es eben schon mal angedeutet. Es entwickelt sich immer weiter mit den Impfstoffen. Das ist das große Thema weltweit zurzeit. Sie sind auch ganz weit vorne, mit Ihrem Impfstoff. Wie sehen Sie denn den Wettlauf der Impfstoffe zurzeit? Wie bewerten Sie das? Na, für mich persönlich hat sich ja die Welt ein bisschen gedreht. Ich war ja bis Juni der CEO einer Venture-Kapital finanzierten Biotech-Company und bin jetzt Angestellter der Firma MSD. Und somit hat sich die Situation geändert. Ich glaube, dass der Wettlauf ja viele Facetten hat. Insgesamt muss man sagen, dass man auch bei Covid, so wie bei allen Biotech-Entwicklungen, mit großen Risiken konfrontiert ist. Das heißt, man muss davon ausgehen, und das wird ja jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung selten reflektiert, man muss davon ausgehen, dass nicht alle der Impfstoffe, die jetzt getestet werden, funktionieren werden. Und somit ist es gut, dass es jetzt so viele Projekte gleichzeitig gibt und einer oder einige davon werden mit größter Wahrscheinlichkeit auf den Markt kommen. Also was man schon sagen kann, ist, dass es ein Zusammenspiel vieler Player auf den Markt gegeben hat, die sich zusammensetzen aus Biotech, Academia, Large Pharma, NGOs, die wahrscheinlich dafür sorgen werden, dass es im Laufe des nächsten Jahres große Mengen an Impfstoffen geben wird. Sie haben das schon mal eben angedeutet. Es ging eigentlich relativ schnell. Jetzt haben Sie eine andere Rolle, in der Sie sich seit diesem Sommer befinden. Können Sie uns noch mal so ein bisschen mitnehmen auf diese ziemlich schnelle Zeitreise, die Sie da gemacht haben mit Themis, zumindest was diesen Impfstoff angeht, wie Sie das erlebt haben?
Naja, der Impfstoff selbst beruht ja auf einer Technologie. Also es gibt verschiedene Technologien bei den Impfstoffen. Wir verwenden einen viralen Vektor. Das heißt, wir nehmen den Masernvirus-Impfstoff und verändern den genetisch so, dass wir in der Lage sind, Antikörper gegen zum Beispiel Covid-19 zu produzieren. Und wir entwickeln die letzten 11 Jahre Produktionsmechanismen, Produktionsprozesse, regulatorische Prozesse, um mit dieser Plattformtechnologie gegen verschiedene Infektionskrankheiten oder Krebs aktiv sein zu können. Und im Februar, Ende Februar, ist dann eben die genetische Information, also wir nennen das die Sequenz von Covid-19 veröffentlicht worden von der WHO, und so wie alle anderen Firmen haben dann halt wir versucht, einen Covid-19-Impfstoff herzustellen. Wir haben als Biotech-Firma natürlich schon sehr lang vielfältige Kontakte auch mit der Pharmaindustrie und haben seit einiger Zeit eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit mit MSD, also der Tochter von Merck & Co. Und so ist halt eines ins andere gekommen und wir haben eigentlich unter der Covid-Lockdown-Situation im Frühling diese Transaktion dann halt gemacht und die Kollaboration gestartet. Aber es ist ja schon erstaunlich, gerade in dieser Zeit das dann so zu bewerkstelligen. Also Sie sind da sehr bescheiden, wenn ich das mal so formulieren darf, aber das ist ja schon einigermaßen sehr erfolgreich, so möchte ich es mal formulieren, wie Sie das da hingekriegt haben. Ja, danke. Und ich meine, was man natürlich schon sagen muss, ist, dass so eine Lockdown-Phase viele Vorteile hat, um eine Transaktion am internationalen Finanzmarkt zu machen, weil einfach jeder Zeit hat und man am Ostersonntag bis spät in die Nacht telefonieren kann mit Amerika, Frankreich, Österreich, weil halt niemand die Ostereier suchen geht. Das stimmt allerdings. Frau Hurditz, was mich jetzt noch interessiert natürlich auch, was hat Sie denn auch als Wellington davon überzeugt, genau in Dr. Erich Tauber und in sein Team zu investieren? Also es kann ja jetzt nicht nur daran liegen, dass Sie zufällig beide Österreicher sind. Nein, daran liegt es ganz bestimmt nicht. Ich denke aber schon, dass die Innovationslandschaft in Dach was damit zu tun hat. Denn wenn man sich anschaut, dass von den Warp Speed-Programmen in Amerika, von den Top 7, sind, glaube ich, 4 aus Europa. Und das zeigt, glaube ich, schon, dass wir hier sehr, sehr viel Kompetenz haben. Auch wenn ich persönlich ein Vertreter bin, dass wir zu viel Produktions-Know-how aus Europa abziehen haben lassen in den letzten Jahren, haben wir das Entwicklungs-Know-how doch behalten. Und das sieht man auch, weil die Themis ist ja nicht nur ein Wiener Kindl mit dem Erich Tauber und seinem Team, die aus der ganzen Vakzinlandschaft in Wien, die ja sehr gut über die letzten Jahrzehnte, über die Baxter Immuno, die da waren, über den Intercell, über viele andere Unternehmen sich aufgebaut hat, sondern auch aus einer Technologie aus Frankreich, von der Technologie aus Frankreich profitiert hat, ist das schon wirklich ein europäisches Unternehmen, in das wir investieren konnten. Und ich glaube, ein Grund, warum Sie gesehen haben, warum wir sehr, sehr gerne in den Erich Tauber und sein Team investiert haben, ist diese Bodenständigkeit. Ein Vakzin zu entwickeln war bis März nicht wirklich sehr sexy. Gab es viele Leute, die gesagt haben, Vakzine, brauchen wir die überhaupt? Sollen wir denn überhaupt unsere Kinder impfen lassen? Ist es nicht besser, sie bekommen Masern? Dann, Gott sei Dank, hat das wieder etwas zurückgeschwappt und die Leute haben festgestellt, dass die Kindersterblichkeit auf der Welt wegen einem Masernimpfstoff zurückgegangen ist und dass man impfen soll. Aber es gab ganz andere Diskussionen und auch bei den Pharmapartnern war der Impfstoffbereich so ein kleiner, abgeschotteter Bereich, wo man Geld verdienen konnte, aber es war sicher nicht mit Onkologie zu vergleichen. Und deshalb hat der Erich Tauber auch gesagt, weil das zweite stand bei der Themis durchaus auch in der Onkologie. Und erst mit dem Verständnis, dass wirklich Viren Menschen in ihrem Leben sehr, sehr schwer beeinträchtigen können und wirklich hier auch zum Tod führen können und dass das kein Nebeneffekt ist, wie es bei einer Vogelgrippe, bei MERS war, wo die Einschläge ja immer näher gekommen sind. Diese Erkenntnis, die stammt erst aus dem März, aber Erich Tauber und sein Team hatten die schon früher. Und wir als Venture-Kapitalisten sollten ja auch in die Trends der Zeit investieren und die etwas früher erkennen als der Markt. Und in dem Fall
hatten wir das Glück, dass Erich Tauber diese Vision hatte und wir die teilen durften. Das heißt, Sie haben den Schritt gewagt, haben investiert, weil natürlich stellt man sich auch die Frage, Corona war zu der Zeit noch überhaupt gar kein Thema. Klar, es gibt die anderen Bereiche, in die Themis sich entwickelt hat. Trotzdem hatten Sie, Frau Moditz, mal das Gefühl so, puh, das könnte jetzt auch ganz schön schief gehen? Ja, und ich glaube, das Thema, warum es hätte schiefgehen können bei der Themis, lag sicher nicht am Team und auch nicht an der Technologie. Woran es lag, war am Geld. Im Jahr 2018 hatten wir überlegt, wie wir das Geld für die klinische Phase 3, die letzte klinische Studie, für ein Vakzin gegen eine Tropenkrankheit, das Themis entwickelt hat, zusammenbekommen könnten. Wir reden davon, das sind dreistellige Millionenbeträge, die Sie brauchen, damit Sie so ein Produkt auf den Markt bekommen können. Im europäischen Venture-Kapital wären Sie 2018 dann nicht fündig geworden. Vielleicht 2021. Das könnte sich ändern. Aber damals war das wirklich noch ein schweres Thema. Und der Versuch, das in Europa sowohl von den VCs als auch am öffentlichen Markt an der Börse zu bekommen, hat nicht funktioniert. Und das war schon eine schwierige Entscheidung, dann zu sagen, was macht man in so einer Situation? Man hat ein gutes Team, man hat ein gutes Produkt, wie bekommt man es finanziert? Wir hatten dann das Glück, oder das Glück gehört in dem Fall dem Tüchtigen, denn Erich und sein Team haben es geschafft, dass US-Investoren investiert haben. Aber ganz ehrlich gesagt, ohne dass das die US-Investoren hier eingestiegen wären, hätte die Themis nicht die Projekte so voranbringen können und wir wären sicher nicht bei der Partnerschaft mit Merck, so wie sie sich im Juni dargestellt hat, geendet und bei dem Ergebnis, das hoffentlich nicht nur für die Investoren, sondern auch fürs Team das Richtige war. Hat denn Ihrer Ansicht nach auch der Verlauf der Corona-Pandemie den Deal beschleunigt? Ich glaube, Erich, da solltest du was dazu sagen. Ehrlich gesagt, der Deal als solches, die Zusammenarbeit mit der Pharmafirma, das war relativ schnell klar, dass das gut passt. Denn Merck Sharp & Dohme ist einer der weltweit größten Produzenten des Standard-Masern-Impfstoffes und deshalb war es der beste strategische Partner für die Themis. Was eher schwieriger war, waren die Partikulärinteressen diverser Fördergeber, diverser Länder, diverser Forschungsinstitute, die sicher durch die Wichtigkeit des Themas nochmal eine andere Dimension bekommen haben, als sie das Jahr davor hatten. Aber Erich, vielleicht magst du das lieber beantworten. Naja, ich meine, wenn man sich jetzt anschaut, den zeitlichen Verlauf, wir haben im März, Mitte März, Ende März ist es, glaube ich, klar geworden, dass Covid ein größeres Thema sein wird, als Zika war, als Chikungunya war, als SARS-1 war, als MERS war. Und das war der Zeitpunkt, wo dann halt auch MSD gesagt hat, we look inside, we look outside und haben nach Projekten gesucht, mit denen sie halt arbeiten können und bis zum 25. Mai, an dem wir dann die Transaktion gesigned haben, sind halt in Wirklichkeit nur 7-8 Wochen Zeit vergangen und ich glaube in dem Zeitraum von März bis Ende Mai war es wahrscheinlich auch noch der Pandemieverlauf relativ unklar. Also ich glaube, was man sagen kann, natürlich war es so, dass der Pandemieverlauf im Mai nahegelegt hat, dass wir nicht zur Tagesordnung zurückkommen können am 1. Juli. Aber ich glaube, dass es für unser Geschäftsmodell über kurz oder lang halt so weit gekommen wäre. Wir haben eigentlich damit gerechnet oder wir haben eine Technologie entwickelt, die in der Lage ist, mit Pandemien, mit Ausbruchskrankheiten zurechtzukommen. Also für uns war es eigentlich und für viele andere war es eine Frage der Zeit, wann es zu einer Pandemie kommt. Und insofern war es eigentlich ein logischer Zeitpunkt, dass es jetzt im Mai erfolgt ist. Frage der Zeit ist auch eine wichtige, die sich alle fragen, wie weit sind denn Ihre klinischen Studien bislang vorangeschritten bezüglich des Impfstoffs? Ja, also MSD hat im Sommer klinische Studien gestartet und wir verweisen da auf die relevanten Internetportale, also clinicaltrials.gov zum Beispiel, wo man den Verlauf der Studien festhalten kann und wir werden dann zu gegebenen Zeitpunkt über Daten berichten.
Das heißt, Sie können noch keine Prognose geben, was natürlich ganz viele interessiert, wann Sie mit einem Impfstoff von Ihnen rechnen. Ja, ich meine, wir sind natürlich auch alle sehr aufgeregt und sehnen uns dem Ende der Pandemie, sehen uns das Ende der Pandemie herbei, aber in Wirklichkeit Angst und Hoffnung sind schlechte Berater und wir werden über Daten dann sprechen. Hilft es denn dadurch, dass MSD ja eine Tochter, wie Sie schon sagten, von Merck jetzt quasi sie übernommen hat, hilft es auch das Know-how, was die haben, dass sie das jetzt mitnutzen können, auch die ganzen Kontakte und das Netzwerk, was dort vorliegt, dass das hilfreich für sie ist? Ja, natürlich. Also ich glaube, es wäre unseriös zu sagen, dass jetzt eine Firma wie Themis, auch wenn es natürlich die beste Biotech-Firma der Welt ist, in der Lage wäre, jetzt einen Pandemie-Impfstoff der Welt zur Verfügung zu stellen. Das geht nicht. Also das wäre unseriös, sowas zu behaupten. Und die Partnerschaft mit MSD hat uns aus vielen Gründen gefreut. Also zum einen Produktionskapazität und Know-how, die ausreicht, klinisches, regulatorisches Know-how, weltweite Präsenz. Und was auch sehr schön ist, MSD war ja die erste Firma, die einen Ebola-Impfstoff auf der Welt zugelassen hat. Das heißt, MSD sieht sich schon auch in einer globalen Verantwortung für die Schwächsten der Schwachen. Und wir freuen uns sehr, dass wir da jetzt wirklich in der richtigen Familie untergebracht sind. Für uns als Themis in Wien gibt es jetzt natürlich den Integrationsprozess, der jetzt im Mitte Juni erst begonnen hat. Das heißt, wir sind eigentlich erst am Anfang. Es wird so sein, dass wir halt als Research Hub in der MSD-Familie uns für Infektionskrankheiten, Pandemic Preparedness interessieren werden. Ja, das klingt sehr spannend, sehr interessant. Frau Huditz, wenn Sie es nochmal als Fazit auch sehen, die wichtige Bedeutung oder die Bedeutung von Venture Capital jetzt in diesem Falle sehr speziell bei der Suche nach einem Impfstoff gegen Covid-19, wie bewerten Sie die Bedeutung von Venture Capital in diesem Bereich? Ja, ich glaube, das kann man gar nicht oft genug hervorheben und zusammenfassen. Die Impfstoffe, die jetzt zurzeit am weitesten fortgeschritten sind, allesamt, sind mit Venture-Kapital finanziert worden. Und das gilt, glaube ich, ohne Ausnahme. Also das gilt für den Impfstoff, der jetzt von Oxford und AstraZeneca entwickelt wird. Das gilt für den originalen Impfstoff von Janssen zu Beginn. Das gilt für eine Moderna und das gilt umso mehr, und das freut mich ja eigentlich am meisten, für eine CureVac, für eine BioNTech und für eine Themis. Ohne Venture-Kapital gäbe es jetzt nicht mal die Hoffnung. Und Hoffnung ist vielleicht ein schlechter Ratgeber, aber ich glaube, es ist Hoffnung und Daten, die wir brauchen, um durch diese Pandemie zu bekommen. Und wir sehen ja jetzt die ersten Daten. Es gab ja auch schon erste Daten von der Merck, die bereits in der Presse zu lesen waren. Und deshalb ist es, denke ich, ganz, ganz wichtig für uns als Standort Deutschland, das mal als positives Beispiel zu sehen, wie wichtig Venture-Kapital und ausreichend Venture-Kapital ist. Denn, wenn man sich nochmal umschaut, alle die Dachfirmen haben sich mit einem globalen Partner zusammengeschlossen. Denn alleine wäre es schwierig gewesen. Selbst für eine BioNTech wäre es schwierig gewesen. Selbst mit dem Engagement des deutschen Staates wäre es schwierig gewesen. Und ich hoffe doch, dass das eine Resonanz auch in der Politik finden wird, um zu sagen, wir müssen den Zugang zu Venture-Kapital und zu Wachstumskapital, also größeren Mengen von Venture-Kapital in späteren Runden in Deutschland ausreichend zur Verfügung stellen und ausreichend fördern, dass wir diese Erfolgsbeispiele auch beim nächsten Problem haben. Und das kommt bestimmt, ob das resistente Keime sind, die auf uns zukommen, ob das in der Onkologie Probleme sind, die auf uns zukommen, ob das im Screening von Krankheiten Themen sind, die auf uns zukommen. Es wird immer neue Pandemien einer Art geben und Venture-Kapital wird meiner Meinung nach ein ganz, ganz wichtiger Faktor sein, um da zu einem guten Ergebnis zu kommen. Ein ganz deutlicher Appell Ihrerseits auch an die Politik gerichtet, was Venture-Capital angeht. Wenn Sie sagen, Sie wollen es vielleicht nicht mit dem Wort Hoffnung verbinden, vielleicht kann man es als Chance sehen. Jetzt aber, wie ist denn Ihr Fazit? Sehen Sie das auch so und sagen, Venture Capital, das ist eigentlich die Chance, die wir haben, um dann Dinge zu entwickeln, die sonst nicht entwickelt werden könnten?
Ja, also eigentlich schon, ja. Also für mich waren die letzten 11 Jahre eigentlich sehr stark geprägt durch die Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten. Und in Österreich ist die Situation vielleicht noch ein bisschen spezieller als in Deutschland und ganz anders als in der Schweiz, weil es eigentlich sehr wenig Erfahrung gibt mit Venture-Kapital, vor allem im Healthcare-Bereich. Und vor allem, es gibt keine Erfolge. Also, man kann ja viele Dissertationen darüber schreiben, über Unternehmerkultur in Europa und Amerika. Aber das Venture-Kapital ist schon etwas, was notwendig ist, damit mehr Unternehmen gegründet werden, dass Forschungen, die es in Österreich gibt, angewandt werden können oder in der Dachregion. Und ich habe gesehen, dass wir halt im deutschsprachigen Bereich ein sehr prohibitives Gesellschaftsrecht haben. Ich meine, es ist ja schon bezeichnend, dass CureVac vom Deutschland, von der Republik Geld bekommt, dann umfirmieren muss auf holländisches Recht und in Amerika in die Börse geht. Also das ist ja schon bezeichnend für unsere Situation im deutschsprachigen Sprachraum. Ja. Und der andere Aspekt ist sicher auch die Steuersituation, die einen wirklich ja, verzweifeln lässt oft. Genau, also das auch nochmal ein deutlicher Appell auch Richtung Politik, um da zu gucken, wie man bestimmte Rahmenbedingungen auch verbessern kann, wie man die verändern kann, damit das Geld, was da ist, auch in das hineinfließen soll, wo es hineinkommen sollte. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Dr. Regina Hoditz, Partnerin bei Wellington, und auch bei Dr. Erich Tauber, Geschäftsführer von Themis und Gründer, jetzt Angestellter bei MSD. Haben Sie ganz herzlichen Dank, dass Sie das Thema diskutiert haben, Covid-19 zum Impfstoff dank Venture Capital. Vielen Dank für Ihre Einblicke und für Ihre Analyse und ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Ja, vielen Dank für die Danke für Einladung. die Moderation.